Ich sage ganz, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend hier zur Informationsveranstaltung zur B167 der Ortsumgehung Freienwalde. Wir von der DGES freuen uns ganz besonders, dass inzwischen über 82 Teilnehmer ganz genau hier heute Abend zu Gast sind und mit uns gemeinsam den Abend verbringen. Natürlich wären wir viel lieber bei Ihnen vor Ort und würden uns tatsächlich in einem großen Saal austauschen. Die Corona-Pandemie erfordert es, dass wir uns heute hier virtuell treffen. Wir sind aber trotzdem guten Mutes, dass wir einen wunderbaren Abend miteinander verbringen. Sie sind heute Abend sicher bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Wir hier sind auch sicher. Wir sind heute Mittag alle aktuell getestet worden. Insoweit sehen Sie uns hier auf dem Podium zwar ohne Maske, hinter den Kameras haben alle Maske an. Es besteht für uns auch keine Gefahr. Nochmals herzlich willkommen. Den Ablauf des Abends und einige technische Details wird der Kollege Klaus Lintemeyer jetzt erst vorstellen. Ja, vielen Dank, Herr Ingertinger. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt sogar 88 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also es wächst noch. Ich möchte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Klaus Lintemeyer. Ich werde die heutige Veranstaltung moderieren. Und zuerst möchte ich Ihnen das Podium vorstellen. Herrn Ingertinger haben Sie ja bereits kennengelernt als Bereichsleiter der DGES und neben mir Herrn Peter Grüschow, der das Projekt der Ortsumgehung Bad Freienwalde leitet bei der DGES. Wir haben auch eine Moderation im Chat. Ich glaube, meine Kollegin Vera Grote haben Sie bereits kennengelernt, die jetzt, glaube ich, kurz eingeblendet wird und uns alle begrüßt. Hallo. Frau Grote moderiert den Chat. Und wir werden Ihre Fragen, die Sie jetzt ab jetzt auch schon im Chat eintragen können, stellen können, sammeln, ordnen und nachher in der Diskussion ausführlich beantworten. Ebenfalls begrüßen möchte ich den Bürgermeister von Bad Freienwalde, Herrn Ralf Lehmann. Hallo Herr Lehmann, grüße Sie. Ja, hallo, schönen guten Abend. Genau. Vielen Dank, dass Sie teilnehmen. Und wir werden Sie dann nachher nochmal aufrufen für das Grußwort. Das heißt, wir sehen Sie gleich wieder. Ebenfalls möchten wir begrüßen weitere Experten. Herr Grüschow wird bei bestimmten Detailfragen Experten zu Rate ziehen, die dann durchs Modell fahren oder auch bestimmte Ausschnitte zeigen können. Wir haben einmal Herrn Schulze, den ich jetzt hiermit begrüßen möchte. Herr Schulze ist Umweltexperte bei der DGES. Guten Tag, Herr Schulze. Hallo. Ja, hallo. Ferner ist noch Herr Timo Fischer zugeschaltet, ebenfalls Experte bei der DGES für Verkehrsanlagen. Hallo, schönen guten Abend. Guten Tag, guten Abend, Herr Fischer. Und als Dritten von der Ingenieurgesellschaft Ingenieurbüro Provia, Herrn Titus Kagel, der ebenfalls Experte ist für Verkehrsanlagen. Guten Abend. Ist er zugeschaltet worden? Ah, da ist er. Hallo, Herr Kagel, grüße Sie. Hallo. Bevor es nun losgeht, haben wir einige technische Erläuterungen, die wir heute aber kürzer machen, weil Sie im Vorspann diese bereits gelesen haben. Falls Sie die Ansicht frei wählen wollen und auch groß nachher die Präsentation von Herrn Ingertinger und Herrn Grüschow sehen wollen, gehen Sie bitte auf den Symbol mit den oberen vier Kreisen und geben Sie dort die Einstellung aktiver Sprecher ein. Dann können Sie sozusagen den Bildschirm besser sehen. Und wenn Sie den Ansicht unverankerter Bereich wählen, das hört sich ein bisschen seltsam an, der Fachbegriff, dann gibt der große Bildschirm auch mehr Sicht auf die Präsentation. Herr Grüschow und Herr Ingertinger werden gleich eine Präsentation halten, die bereits jetzt auf der Webseite der DGES heruntergeladen werden kann. Das heißt, Sie können sie sich auch parallel anschauen oder auch nach der Veranstaltung nochmal im Detail sich sozusagen dort die Ausführungen anschauen. Im Chat, und darauf legen wir großen Wert, dass Sie heute Ihre Fragen stellen und uns Hinweise geben, ist es wichtig, dass Sie unten das Symbol Chat wählen. Bei einem Klick öffnet sich dann erst das Chatfenster und geben Sie dann die Fragen bitte unter an alle Diskussionsteilnehmer ein, sodass wir die dann ordnen können und wir die sozusagen hier im Plenum diskutieren können. Wir können Ihnen zusichern, keine Frage geht verloren. Also auch wenn wir heute nicht alle Fragen beantworten können, die Sie stellen wollen
oder auch Fragen, die Sie im Nachgang erst haben. Wir werden alle Fragen im Nachgang beantworten und diese auf der Webseite der DEGIS auch strukturiert aufbereiten. Wir haben dieses Thema Datenschutz, was wir sehr wichtig nehmen. Wir nehmen für die heutige Teilnahme an der Veranstaltung so wenig personenbezogene Daten auf wie nun irgendwie möglich. Da haben wir auch Ihre Audiofunktion und Ihre Videofunktion abgeschaltet. Wir verlangen auch von Ihnen keine Angabe Ihres Klarnamens. Sie können also auch mit Fantasienamen sich anmelden. Eventuell haben Sie das schon gemacht. Wir weisen darauf hin, dass wir die heutige Veranstaltung aufzeichnen und der Chat protokolliert wird, damit wir die Fragen im Nachgang auch alle beantworten können. Alle Informationen werden gelöscht. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, personenbezogene Daten im Nachgang noch zu haben. Insgesamt, Sie finden hier auf der Präsentation einen Link, Informationen insgesamt zum Datenschutz. Das heißt, wir haben hier darauf geachtet, alle geltenden Rechtsvorschriften zu beachten. Was das genau bedeutet, das würde jetzt den Umfang hier sprengen, steht unter diesem Link auf der Webseite zur heutigen Informationsveranstaltung. Der Ablauf des heutigen Abends und welche Informationen Sie erhalten. Herr Lehmann, wie gerade schon gesagt, wird gleich kurz ein Grußwort an Sie richten. Und Herr Ingertinger wird danach die DEGIS vorstellen und den Planungs- und Dialogprozess, wie er im Moment auch zur Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens angedacht ist. Herr Grüschow gibt dann einen Überblick über den aktuellen Planungsstand der Umgehungsstraße. Und wir werden heute, weil wir auch vorhaben, dass dieser Impuls relativ kurz und kompakt und übersichtlich erfolgen wird, auch sehr viel Zeit haben, um Ihre Fragen heute zu beantworten. Unsere Veranstaltung ist insgesamt auf 90 Minuten angelegt und ich glaube auch, dass wir das durch diesen kurzen Impulsvortrag heute auch zeitlich schaffen werden. So, dann gebe ich kurz zu Herrn Lehmann die Regie und Herr Lehmann, Sie können jetzt kurz Ihr Grußwort an die Teilnehmenden richten. Wir sind übrigens jetzt schon bei 122 Teilnehmern, also wir haben die Grenze der 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht. Ja, vielen Dank, Herr Wendemeyer. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team der DEGIS für dieses Format der Bürgerbeteiligung. Es ist so ein bisschen Premiere für uns. Wir hatten schon mal einen Versuch gestartet, eine Stadtwohnversammlung im Online-Format durchzuführen als Testlauf. Es ist uns gut gelungen und ich bin auch zuversichtlich, dass wir auch heute die Informationen an die Einwohnerinnen und Einwohner bringen, die uns sehr wichtig sind. Und dafür nochmal ein großes Dankeschön an alle, die dieses Format vorbereitet haben, mit uns jetzt durchführen und dann auch die Nachbereitung noch erleben werden. Ich möchte mal einen kurzen Blick zurückwerfen in das Jahr 2007. Dort hat die Stadtverordnetenversammlung nämlich im Rahmen des Raumordnungsverfahrens einen Beschluss gefasst mit einem positiven Ergebnis für das Raumordnungsverfahren und hatte sich dann auch für eine Vorzugsvariante ausgesprochen. Natürlich nicht ohne Hinweise und noch weitere Empfehlungen. Und wir hoffen natürlich, dass diese dann auch im weiteren Verfahren ihre entsprechende Berücksichtigung finden werden. Und wenn wir mal das Raumordnungsverfahren nehmen aus dem Jahre 2009, das positiv abgeschlossen wurde, mit dem die Raumordnungsverträglichkeit bestätigt wurde, dann sind wir auch nach wie vor sehr zuversichtlich, dass wir dieses Vorhaben hier für Bad Freienwalde weiterhin durchführen können bzw. durchführen lassen können. Wir sind ja nur mittelbar beteiligt mit Eigentumsflächen aus unserem Stadtwald, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass dort auch naturverträglich dieses Vorhaben realisiert wird. Wir wissen auch um die Bedeutung dieses Vorhabens für die weitere Kurortanerkennung. Es gibt ein schon umstrittenes Projekt in Bad Freienwalde, das ist der Rückbau der Hochstraße, der mit diesem Vorhaben aber wirklich nichts zu tun hat, sondern zwei getrennte Vorhaben sind. Und diese Ortsumfahrungsstraße ist gleichfalls eine Auflage des zuständigen Ministeriums für Gesundheit und für die Kurortanerkennung und auch des Landesfachbeirates, nämlich nur mit dem Bau der Umgehungsstraße schaffen wir auch dauerhaft die Voraussetzungen für die endgültige Anerkennung als staatliches Moorherbad. Wir versprechen uns davon natürlich Entlastung des Durchgangsverkehrs. Wir versprechen uns davon,
die Reduzierung von Belastung durch Lärm, durch Luftverunreinigung. Das ist aber nicht für null zu haben, sondern wir wissen, dass es natürlich auch auf der anderen Seite Bedenken gibt. Und denen wollen wir uns auch zuwenden und wir hoffen, dass wir uns damit auch sachlich auseinandersetzen können. Wir sind jedenfalls zuversichtlich, dass wir im weiteren Planverfahren all die Bedenken in einer guten Abwägung realisieren können und hoffe, dass wir heute auch eine angeregte Diskussion bekommen und würde jetzt dem Fachingenieur natürlich nicht weiter vorgreifen und in die Planungsdetails einsteigen. Ihnen erst noch einmal ein herzliches Dankeschön dafür, dass ich hier an dieser Diskussionsrunde teilnehmen kann. Vielen Dank, Herr Lehmann, für Ihr Grußwort. Und dann darf ich auch direkt überleiten zu Herrn Ingartinger, der jetzt die DEGIS vorstellen wird und den Planungs- und Dialogprozess. Und vielleicht zu Beginn, der Planfeststellungsverfahren beginnt ja erst in 2 Jahren, Herr Ingartinger. Warum informiert die DEGIS bereits heute, das heißt 2 Jahre vorher? Uns ist bei der DEGIS das Thema Bürgerbeteiligung und Information zu unserer Planung ein ganz, ganz zentrales Bedürfnis. Wir machen es bei allen unseren großen Projekten so, dass wir sehr, sehr früh den Austausch mit Ihnen als betroffene Bürger suchen, um die Pläne tatsächlich zu erklären und Verständnis für die Planung zu schaffen, damit wir dann im planrechtlichen Verfahren selbst möglichst schnell durchgehen. Wir machen das als DEGIS inzwischen schon seit fast 30 Jahren mit erstem Schwerpunkt in den neuen Bundesländern, aber jetzt, das sehen Sie hier in ganz Deutschland, wir haben uns als Spezialist für große, sehr komplexe und sehr schwierige Straßeninfrastrukturprojekte positioniert. Wir haben die Erfahrung von 2900 Kilometern Bundesstraße oder Autobahn in Deutschland, die wir zwischenzeitlich gebaut haben und verantworten aktuell ein Auftragsvolumen von rund 40 Milliarden Euro. Das ist schon eine ganze Menge. Das tun wir von verschiedenen Standorten in Deutschland aus mit ungefähr 500 Mitarbeitern. Wir vertreten dabei die Ministerien, also den Bauherr, den Hausherr für diese Straßenprojekte. Wir tun das in Brandenburg im Wesentlichen bei verschiedenen Autobahnprojekten, aber eben auch bei den hier genannten und aufgezählten Bundesstraßenprojekten. Und vielleicht war ja der eine oder andere von Ihnen auch Gast bei unseren Informationsveranstaltungen, die wir in Elsterwerda-Plessa oder in Neuzelle in den vergangenen Monaten durchgeführt haben. Das zur DEGIS. Wir können in den Planungs- und Dialogprozess einsteigen. Das ist jetzt für Sie ein bisschen klein, deswegen will ich es ganz kurz erläutern. Vorne in der ersten Spalte ist die sogenannte Bedarfsplanung aufgezählt. Das Bundesverkehrsministerium gibt in regelmäßigen Abständen eine sogenannte Bedarfsplanung in Auftrag. Dort wird festgestellt, welche Autobahnen ausgebaut werden müssen, welche Bundesstraßen ausgebaut werden müssen, welche Straßen aber auch neu gebaut werden sollen. Und dieser Bedarfsplan wird dann vom Deutschen Bundestag beschlossen und hat Gesetzescharakter. Das heißt, die Frage, ob eine Straße gebaut wird, ob sie ausgebaut wird, ist Sache des Deutschen Bundestages und damit durch den Deutschen Bundestag auch demokratisch legitimiert. Alle danach folgenden Planungsphasen kümmern sich eigentlich nur noch um, wie wird diese Straße konkret ausgeplant. Und das geht vom ganz groben, nämlich einer Vorplanung und einem Raumordnungsverfahren. Herr Lehmann hat es eben schon angesprochen, das Raumordnungsverfahren ist 2009 hier abgeschlossen worden über eine sogenannte Linienbestimmung, die wir für diese Straße 2011 erwirkt haben. Dann kam die DEGIS auf das Spielfeld. Wir haben vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft in Potsdam den weiteren Planungsauftrag bekommen und sind praktisch dann eingestiegen mit der Erstellung der nächsten Planungsstufe, der nächsten Detaillierung der Entwurfsplanung, über die wir Sie heute hier auch informieren möchten. Was steht noch vor uns? Wie geht es weiter? Es geht weiter detaillierter weiter. Wir müssen die sogenannte Genehmigungsplanung erstellen und danach kommt der große formale Schritt, wo wir das Baurecht erlangen, das sogenannte Planfeststellungsverfahren. Dort haben Sie alle dann auch nochmal die Möglichkeit, formal rechtlich gültige Einwendungen einzureichen, die dann durch die Planfeststellungsbehörde, eine unabhängige Behörde des Landes Brandenburgs, abgewogen werden und die sich im sogenannten Planfeststellungsbeschluss dann konzentrieren. Danach
kommt für uns wieder jede Menge Arbeit. Wir müssen die sogenannte Ausführungsplanung erstellen. Das ist tatsächlich die letzte Detailstufe, bevor wir dann in einen Baubeginn gehen. Wenn wir uns das nochmal im Detail angucken, wie wickelt sich das auch zeitlich ab, sehen wir hier, dass wir 2019 im Februar ungefähr mit der Entwurfsplanung angefangen haben und heute so weit stehen, dass wir eine erste ganz, ganz wesentliche Genehmigung durch das Bundesverkehrsministerium schon entgegennehmen durften, nämlich die Genehmigung des Grobentwurfs. Und das war für uns auch Startpunkt, zu sagen, so jetzt wissen wir relativ genau, wo die Straße liegt, auch in den Dimensionen ungefähr, wie sie aussieht. Jetzt gehen wir in die Öffentlichkeitsarbeit, jetzt gehen wir in die Information, deswegen treffen wir uns heute hier. Von 21 bis 23 sind die verschiedenen eben schon erläuterten weiteren vertieften Planungsstufen zu erwarten und wir rechnen aktuell mit dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens ungefähr im Jahr 2023. Wie lang das dann dauert und wann wir tatsächlich mit dem Bauen anfangen, hängt wesentlich davon ab, ob es viele Einsprüche gibt, ob es im Zweifel sogar eine Klage gibt. Wenn das so läuft, wie wir uns das erhoffen, nämlich relativ zügig, werden wir im Jahr 2025 dann tatsächlich mit dem Bau beginnen. Das hängt aber, wie gesagt, davon ab, wie schnell das Planfeststellungsverfahren läuft. Im Juli 2019 haben wir, ich hatte es schon erwähnt, mit den ersten Vorstellungen des Projektes begonnen, mit politischen Vertretern in Bad Freienwalde, sind dort also in einen Behördendialog eingetreten. Wir treffen uns heute hier und ich kann Ihnen zusichern, dass das nicht die letzte Veranstaltung sein wird. Wir werden also ganz, ganz kontinuierlich weiter informieren über die weiteren Planungsschritte. Wir wollen mit Ihnen in den Austausch, wir wollen auch durchaus Ihre kritischen Fragen beantworten. Und ganz, ganz sicher werden wir uns definitiv nochmal vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens treffen. Dann werden wir Ihnen nämlich erläutern, was jetzt auch formal und rechtlich angesagt ist und wie Sie Ihre Interessen wahren können. Auch danach sehen wir uns. Selbstverständlich wird es Informationen dann auch zum geplanten Bauablauf und konkreten Bauarbeiten geben. Aber bevor das wirklich spruchreif ist, sehen wir uns noch häufig genug. Und damit will ich es hier auch bewenden lassen. Erstmal vielen Dank und ich würde an den Kollegen Peter Gröschow übergeben, der uns jetzt die Details der tatsächlichen Planung vorstellt. Ja, ich würde Ihnen erstmal zeigen, was wir jetzt in der Vergangenheit tatsächlich geplant haben, um das ganze Projekt für Sie ein bisschen transparenter zu machen. Und dann werden wir genügend Zeit haben zu diskutieren. Wir haben aktuell 140 Teilnehmer. Sie können gerne während des Vortrages Ihre Fragen in den Chat schreiben. Wir werden die dann unmittelbar im Anschluss versuchen zu beantworten. Was wollen wir eigentlich erreichen mit der Ortsumgehung Bad Freienwalde? Das übergeordnete Ziel bei der Planung von Bundesfernstraßen ist es natürlich, das Straßennetz zu verbessern, Defizite zu beseitigen und die Leistungsfähigkeit des Netzes zu erhöhen. Darüber hinaus soll die Erreichbarkeit der Region verbessert werden. Für Bad Freienwalde als Kurstadt und touristisches Zentrum ist die Entlastung der Innenstadt vom Durchgangsverkehr von besonderer Bedeutung, die immer auch verbunden ist mit Entwicklungschancen für das Stadtbild und natürlich für den Tourismus, gerade aber auch für die Anlieger an den heutigen Bundesstraßen im Stadtgebiet führt die Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die Ortsumgehung zu einer Verbesserung der Lebensqualität. Wie Herr Lehmann schon gesagt hat, haben wir in 2009 ein Raumordnungsverfahren für das Vorhaben durchgeführt. Dabei ging es um die Ortsumgehung von Eberswalde über Hohenfino-Falkenberg bis Bad Freienwalde im Zuge der B167. Das Verfahren ist in 2009 abgeschlossen worden. Hier wurden eine Vielzahl von Trassenvarianten geprüft, inwieweit diese mit den Zielen der Raumordnung und der Landesplanung im Einklang stehen. Wir haben also hier auch Varianten, die durch das Eberswalder Urstromtal gehen. Da können wir gegebenenfalls später noch mal näher darauf eingehen. Haben dann im Anschluss in 2011 ein Linienbestimmungsverfahren durchgeführt. Die Linie wurde vom Bundesverkehrsministerium bestimmt. Das ist für die Ortsumgehung Bad Freienwalde im Wesentlichen die Linie, die wir hier sehen. Also die Trasse, die weiter zu folgen ist, ist demnach eine Westumfahrung, die im Südwesten von Bad Freienwalde an der B158 im Bereich der Waldstadt beginnt, nördlich des Freienwalder
Waldkomplexes und das Hammertal ist die B167 Kreuz und entlang der Bahnstrecke Eberswalde-Vriezen zur Schiffmühler Kreuzung im Norden von Bad Freienwalde führt. Die Karte, die wir hier sehen, ist bereits die von uns weiterentwickelte Linie. Wir gucken uns das gleich noch mal ein bisschen näher an. Ich werde noch ein paar Details zeigen. Wo stehen wir heute aktuell mit der Planung? Wir haben zunächst für die Ortsumgehung eine verkehrstechnische Untersuchung durchgeführt. Das ist für uns wichtig, um die Straßen und Knotenpunkte dimensionieren zu können, aber auch um die Lärmauswirkungen ermitteln zu können und die Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Ich hoffe, man kann die Zahlen ein bisschen sehen. Im Bild links ist zu sehen, wie sich der Verkehr bis zum Prognosejahr 2030 ohne die Planung einer Ortsumgehung entwickeln würde. Auf der B167, das ist also die blaue Straße, die von links nach rechts durchs Bild läuft, erwarten wir werktäglich etwa 7.500 Fahrzeuge. Auf der B158, die von unten nach oben durchs Bild läuft, werden im Innenstadtbereich von Bad Freienwalde bis zu 9.000 Fahrzeuge prognostiziert. Rechts im Bild ist die Entlastungswirkung der Ortsumgehung zu sehen. Auf der B167 werden dann nur noch 3.000 Fahrzeuge in 24 Stunden erwartet. Auf der B158 sind es täglich 2.000 Fahrzeuge. Also eine deutliche Entlastung für die Wohngebiete entlang der Bundesstraßen in Bad Freienwalde, verbunden mit einem, wie gesagt, erheblichen Entwicklungspotenzial für den Straßenraum in der Stadt. Parallel haben wir für die Ortsumgehung die Vorzugsvariante der Linienbestimmung, die wir gerade gesehen haben, feintrassiert und hinsichtlich der aktuellen Rahmenbedingungen geprüft. Im Mittelpunkt standen für uns diverse Trassierungszwangspunkte, wie zum Beispiel das mittlerweile in den Trassenkorridor gebaute Umspannwerk im Hammertal und damit verbundene Planung an Hochspannungsleitungen. Darüber hinaus galt es für uns natürlich, eine optimale Trassenführung durch die sehr bewegte Landschaft südlich der B167 und durch das Hammertal zu finden. Und nicht zuletzt standen auch die Auswirkungen der Straße auf das FFH-Gebiet Sonnenburger Wald und Ahrenskehle im Mittelpunkt der Betrachtung. Das ist also hier im Bild unten links. Darüber hinaus haben wir für die gesamte Strecke ein Konzept für die erforderlichen Brückenbauwerke erarbeitet und, wie schon gehört, den Grobentwurf als ersten wichtigen Meilenstein der Entwurfsplanung aufgestellt. Wie wird die Straße aussehen? Das ist auch eine Frage, die uns oft gestellt wird. Wie gesagt, für 2030 erwarten wir eine Verkehrsbelastung auf der Ortsumgehung von 7.000 Fahrzeugen in 24 Stunden südlich der B167 und etwa 11.000 Fahrzeuge nördlich mit ca. 6% Lkw-Anteil. Die Fahrbahn wird den sogenannten Regelquerschnitt RQL 5 Plus erhalten. Das ist eine ganz normale Landstraße, wie wir sie da draußen heute schon überall sehen können, mit 8,50 Meter Fahrbahnbreite. Auf Teilabschnitten sollen Überholfahrstreifen in der Mitte vorgesehen werden. Wir haben dann, wie im Bild oben, so einen dreistreifigen Querschnitt. Die Kreuzung der Ortsumgehung mit der B167, etwa in Mitte der Baustrecke, wird teilplangleich gestaltet. Das heißt, die Ortsumgehung wird über die B167 geführt und die Straßen werden mit einer Rampe mit ganz normalen Einmündungen an beiden Enden verbunden. Im Ergebnis erhalten wir dann diesen Lageplan, der die Basis des weiteren Planungsprozesses sein wird. Ich würde jetzt vielleicht einmal die Strecke abfahren und ein paar Ausschnitte zeigen, aber wir können, wie gesagt, auch gerne im Anschluss noch einen näheren Blick auf bestimmte Bereiche werfen, wenn das gewünscht ist und die Fragen in diese Richtung gehen. Wir sind hier an der Stelle ganz im Süden von Bad Freienwalde im Bereich der Waldstadt, die wir unten im Bild so lila umrandet sehen. Die B158 kommt von links im Bild aus Richtung Berlin und beschreibt ja heute eine Rechtskurve, die man hier so oberhalb der geplanten Trasse noch sehen kann. Die Linienbestimmung kann man vielleicht nicht so gut sehen. Das ist so eine dünne gelbe Linie, die hier noch durchs Bild läuft. Sah vor, mit der Ortsumgehung etwa im Scheitel dieser Kurve zu beginnen. Diese Trasse berührt allerdings das FFH-Gebiet Ahrenskehle, was wir hier so orange schraffiert im Bild sehen, sodass erhebliche Beeinträchtigungen zu befürchten sind. Deshalb haben wir uns
entschlossen, mit der Ortsumgehung schon südlich der Kurve zu beginnen und so eine Trassierung durch das FFH-Gebiet zu vermeiden. Die vorhandene Kurve wird in diesem Bereich zurückgebaut und die Ortsdurchfahrt wird mit einer Einmündung angeschlossen. Das sieht man hier unmittelbar nördlich der oder oberhalb in dem Fall der Siedlung Waldstadt. Die Trasse verläuft dann durch das Waldgebiet nach Norden in Richtung in Richtung Hammertal. Im Hammertal selbst wird es sich nicht vermeiden lassen, im südlichen Bereich Kleingärten in Anspruch zu nehmen. Eine Führung auf der hier wieder dünnen gelb eingetragenen bestimmten Linie ist, wie schon gesagt, aufgrund des neuen Umspannwerkes im Kreuzungsbereich mit der B167 nicht mehr möglich. Eine Trasse durch die Tongrube westlich des Hammertals haben wir auch geprüft, die ist aber ebenfalls nicht möglich, da es sich hier nach wie vor um ein bestätigtes Bergwerkseigentum handelt mit gültigen Betriebsplänen. Die Trasse wird also in dem Fall östlich der Anlage der Wohngruppe Vier Pfoten, das ist so dieses Gebäude unterhalb der Beschriftung Bauwerk 6, verlaufen. Das ist diese Wohngruppe des Hauses Sozialer Integration und wird dann östlich davon über die Straße Hammertal geführt. An der Kreuzung B167 wird der schon beschriebene teilplangleiche Knoten hergestellt. Im weiteren Verlauf geht es dann über das östliche Ende des Recyclingzentrums Bad Freienwalde, über die Bahnstrecke ganz oben rechts in der Ecke, Bahnstrecke Eberswalde-Vriezen. Die gelbe Trasse der Linienbestimmung verlief hier, wie gesagt, deutlich weiter unten im Bild, auch näher an den Wohngebieten, sodass wir davon ausgehen, mit der aktuellen Linienführung auch deutlich weniger Lärmbetroffenheiten und eben auch naturschutzfachliche Konflikte zu haben. In der Folge schwenkt dann die Trasse im weiten Bogen an die Bahntrasse Eberswalde-Vriezen heran, sodass wir dort dann in Trassenbündelung weiterlaufen. Das ist immer so ein Grundsatz aus der Raumplanung und Landesplanung, möglichst Trassenbündelung zu verfolgen. Die Ortsumgehung verläuft dann direkt neben der Bahn über den Freienwalder Landgraben. Das ist hier mit Bauwerk 12 markiert, wodurch also auch der Eingriff in das Offenland im Eberswalder Urstromtal deutlich reduziert werden kann. Wir liegen also deutlich mehr in Randlage als die linienbestimmte Trasse. Und wenn wir dann weiterfahren zum Bauende, geht es über den Benzhofer Weg. Das ist hier mit Bauwerk 14 markiert und schließt im Norden von Bad Freienwalde an die Schiffmühler Kreuzung an. Das ist hier so ganz rechts im Bild, wo sich die B167 und die B158 kreuzen. Und diese Kreuzung soll nach aktueller Planung zunächst unverändert bleiben. Ich würde an der Stelle vielleicht mal abbrechen und die Gelegenheit zur Diskussion geben und auch Fragen zu stellen, sodass wir uns bestimmte Themen vielleicht noch näher angucken können. Würde erstmal an Herrn Lintemeyer wieder übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Grüschow. Wir starten jetzt die Diskussion und haben uns dafür viel Zeit genommen. Sie haben uns im Vorfeld bereits sehr, sehr viele Fragen gestellt, die wir heute auch beantworten wollen und mit denen wir anfangen. Wir hatten Ihnen einen Flyer in den Postkasten geschickt. Falls Sie den nicht bekommen haben, steht er auch als Download auf der Webseite zur Verfügung. Und im Flyer gibt es einmal eine Ortsumgehung B167 und einmal wird B158 erwähnt. Sind das zwei Ortsumgehungen? Das ist eine. Nee, das ist im Prinzip ein Projekt. Das Projekt heißt auch in unseren Plänen vollständig B167, B158, Ortsumgehung Bad Freienwalde West. Wir haben für die Öffentlichkeitsunterlagen das ein bisschen abgekürzt auf B167, Ortsumgehung Bad Freienwalde. Das kommt so ein bisschen aus der Historie, weil ja auch das Raumordnungsverfahren und die Linienbestimmung sich im Wesentlichen mit einer Neuordnung des Streckenverlaufes der B167 beschäftigt haben. Aber tatsächlich reden wir von einer B167, B158 Ortsumgehung und haben dann natürlich auch den Effekt der Entlastung auf beiden Bundesstraßen. Genau, das ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Sie hatten gerade die reduzierten Verkehrsmengen angesprochen. Betrifft das beide Bundesstraßen? Ja, das betrifft auf jeden Fall beide Bundesstraßen. Wir könnten ja, ich hatte die Karte dort drin in der Präsentation, die war aber vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen. Ja. Wir können ja mal den Test machen
und mal Timo Fischer vielleicht zuschalten, dass Herr Fischer mal in die Lage versetzt wird, seinen Bildschirm zu teilen und wir vielleicht mal einen Blick werfen auf die Verkehrsprognose, die wir gemacht haben, vielleicht nochmal die gleichen Karten, dass wir mal vielleicht mal mit der Karte anfangen, wie die Verkehrsprognose 2030 aussieht für den Fall ohne eine Ortsumgehung. Wenn wir da mal ein bisschen näher ranfahren an das tatsächliche Stadtgebiet, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Genau hier, nicht? Hier kann man ja sehen, dass die B167 hier von links nach rechts laufend, wie gesagt, 7500 Fahrzeuge hat. Und die B158, die von unten kommt, im Stadtbereich 9000 bzw. 7500 Fahrzeuge. Und wenn man jetzt mal die Ortsumgehung zuschaltet, ja, dieses hier und da nochmal ein bisschen näher ranfährt, dann kann man eben deutlich sehen, dass die Ortsumgehung hier südlich der B167 7000 Fahrzeuge haben wird, nördlich der B167 11000 Fahrzeuge. Und die Entlastung auf der B167 im Stadtbereich beträgt also 3500 Fahrzeuge gegenüber 7500 vorher. Und auf der B158 ist die Entlastung noch deutlicher. Da hatten wir ja im Stadtbereich sogar 9000 Fahrzeuge. Da sind jetzt durchgängig dann nur noch 2000. Also wir haben hier schon eine deutliche Reduzierung des Verkehrs, der Lärmbelastung und natürlich auch der Luftschadstoffbelastung zu erwarten, was ja durchaus förderlich ist, insbesondere auch für den Kurstadtstatus. Okay. Das heißt, auf den Straßen, wo jetzt einmal 2000 steht, einmal 3500, werden die Anwohner, die dort wohnen, deutlich entlastet. Exakt, weil der Durchgangsverkehr eben auf die Ortsumgehung verlagert wird und damit der Gesamtverkehr auf der Straße eben deutlich sinkt von 9000 auf 2000. Ne? Und es sind ja auch tatsächlich entlang der Bundesstraßen Wohngebiete vorhanden, sodass das schon tatsächlich auch einen guten Effekt hat. Und vielleicht, wenn ich ergänzen darf. Ja, gerne. Das sind keine Ist-Zahlen, das sind also tatsächlich die Prognosewerte für den Verkehr im Jahre 2030. Das heißt, wir haben über eine verkehrswissenschaftliche Untersuchung tatsächlich geguckt, wie entwickelt sich der Verkehr, wie entwickelt sich die Region, wie entwickeln sich eventuell auch Transitverkehre in Richtung Polen. Da gab es schon eine Frage im Chat danach, genau. Ist das in die Verkehrszahlen mit eingeflossen? Das heißt, wenn Sie sich heute in der Innenstadt von Bad Freienwalde an die Straße stellen und tatsächlich mal einen Tag lang Fahrzeuge zählen würden, werden Sie niemals auf diese Zahlen kommen, weil eine große Prognostik da hinten dran steht, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung, wie sind die Verkehre in Richtung der polnischen Grenze. Also diese Zahlen, einmal mit Ortsumgehung, einmal ohne Ortsumgehung für das Prognosejahr 2030. Wir können uns das auch gerne nochmal angucken, dass wir die Basis sehen. Herr Fischer kann ja mal die Zählung, wir haben auch ein Bild mit den Zählungen. Ja, das wäre gut, weil ja, das ist, auch eine ganze viele glauben, dass die 11.000 bereits eine Zahl ist, die jetzt auf der Straße fahren. Aber ja, das ist ja ein Bündelungswert, so wie wir das verstanden haben. Ja, genau. Oder? Es geht jetzt nicht um 11.000 auf einer Straße. Genau. Das ist der Bündelungswert für die Bundesstraßen, wobei man hier in der Folie ganz gut sehen kann, dass es durchaus Unterschiede gibt. Ich weiß nicht, ob man die Farben gut erkennen kann. Die in der Folie sind abgebildet. Zählungen von 2015, 2017 und 2019. Da muss man auch immer berücksichtigen, Herr Irngartinger hat es gerade gesagt, da gab es auch mal Baumaßnahmen auf der B158, wo dann natürlich der Verkehr anders gelaufen ist. Aber man kann so an den Gesamtzahlen, jetzt mal unabhängig von den Farben, durchaus sehen, dass wir teilweise 10.000, 9.000, also schon recht hohe Zahlen auf den einzelnen Bundesstraßen haben und die Entlastungswirkung, wie gerade gesehen, würde eben dementsprechend eintreten auf 2.000 bis 3.000 auf der B158 bzw. B167. Also das ist schon aus meiner Sicht ein enormer Effekt für den Innenstadtbereich. Genau, Herr Lehmer hatte ja in seinem Grußwort auch gesagt, dass die beiden Projekte Umgehungsstraße und Hochstraße oder Hochbrücke nicht zusammengehören. Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz erläutern. Ja, also es gibt tatsächlich keinen Zusammenhang zwischen den beiden Vorhaben, wie Herr Lehmann das gesagt hat. Wir haben ja auch die Ortsumgehung, hat der Irngartinger gesagt, in den vordringlichen Bedarf, im Bedarfsplan gekriegt, mit Existenz der Hochstraße. Und unabhängig davon, ob die Hochstraße weiter existieren wird oder nicht, gelten ja diese Werte und vor allen Dingen auch diese Zahlen, die wir gerade gesehen haben, hinsichtlich der prognostischen Verkehrsentwicklung und auch der Entlastung durch die Ortsumgehung. Die Ortsumgehung soll, wie gesagt, ja eine Verbesserung des Bundesstraßennetzes in der Region herbeiführen und insbesondere der Abwicklung des Durchgangsverkehrs dienen.
Die deutliche Entlastungswirkung haben wir gesehen. Die positiven Effekte auf den Innenstadtbereich lassen sich daraus gut ableiten. Und wie Herr Lehmann ja auch schon richtig gesagt hat, ist das der Umbau der Hochstraße ja auch gar kein Projekt der Bundesstraßenverwaltung mehr, sondern erfolgt in Planungshoheit der Stadt Bad Freienwalde. Ich weiß nicht, also es ist eigentlich nicht der Gegenstand unserer Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob Herr Lehmann noch mehr dazu sagen will zu dem Status des Projekts Umbau der Hochstraße. Dann müsste, glaube ich, Herr Fischer eben kurz seinen Bildschirm freigeben, Entschuldigung, weil sonst können wir Sie nicht einblenden. Herr Timo, ja, genau, perfekt. Ja, Herr Lehmann. Ja, also um das nochmal aufzugreifen, wir führen als Stadt Bad Freienwalde das Baurechtsverfahren für den Rückbau der Hochstraße durch. Das heißt also, das Bebauungsplanverfahren verläuft in Verantwortung der Stadt Bad Freienwalde. Und dazu hatten wir gerade die zweite Offenlage und gegenwärtig werden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet und ein Abwägungsprozess vorbereitet, sodass die Stadtverordnetenversammlung nach der Sommerpause dann über die neu eingegangenen Einwände und Bedenken eine Abwägung vornehmen kann und möglicherweise auch schon einen Satzungsbeschluss fassen kann, sodass damit dann das Baurecht hergestellt wäre. Wann wir die Straßenfachplanung fertig bekommen und eine Ausschreibung zum Abriss und Neuordnung der Ortsdurchfahrt durchführen können, das, glaube ich, wird noch einige Monate nach sich ziehen. Und da jetzt eine Prognose abzugeben, wann wir dort beginnen können, möchte ich hier an der Stelle nicht. Ich möchte zurückkommen auf das Anliegen der heutigen Veranstaltung. Hier geht es um die Ortsumfahrungsstraße. Und auch nochmal auf die Verbindung zur Kurortanerkennung. Dieser Prozess begleitet uns durch das Ministerium schon seit 1998. Dort wurde von Anfang an immer Wert darauf gelegt, dass die Stadt Bad Freienwalde alles unternimmt und unterstützt, dass die Ortsumfahrung für die B167 und die 158 erfolgen. Für die B167 haben wir schon das Glück zu verzeichnen, dass die Baumaßnahme durchgeführt werden konnte und die Abschnitte bis Wriezen in Funktion sind. Und jetzt geht es darum, das weitere Planverfahren stringent weiterzuführen und natürlich alle gegebenen Hinweise und Bedenken ernst zu nehmen und einem Abwägungsprozess zuzuführen, so wie wir es bei allen anderen Planverfahren auch getan haben. Ja, vielen Dank, Herr Lehmann. Dann kommen wir jetzt zurück und nur noch zum Thema Umgehungsstraße. Herr Grüschow hatte ja auch gezeigt, dass das durch schon hügeliges Gelände läuft. Die Trasse, zum Teil 100 Meter und mehr Höhenunterschied. Wie plant die Deges denn die Überwindung dieser Höhenunterschiede? Ja, da könnten wir uns vielleicht noch mal einen Höhenplan angucken. Timo, hast du einen Übersichtshöhenplan in der Pipeline, den wir mal angucken könnten? Da ist es vielleicht ganz eingängig, wenn man den mal aufs Bild wirft. Da darf man, wenn man den jetzt sieht, darf man nicht erschrecken. Der ist 10-fach überhöht, also die Höhenabwicklung ist 10-mal steiler dargestellt, als sie tatsächlich ist. Aber wir haben tatsächlich diesen großen Höhenunterschied, der am Bauanfang über 100 Meter über dem Meeresspiegel und die Oderniederung hat dann ja so, ist praktisch bei Null, also 1-2 Meter über normal. Und wir haben ja nur wenig Platz, also 2-3 Kilometer diesen Höhenunterschied zu überwinden und machen das, also wir haben dort versucht, eine Trasse zu finden, wo das ideal möglich ist. Das haben wir in der einen Folie schon gesehen. Da gibt es also sehr viele Varianten. Timo, gibst du uns mal Signal, ob du den Übersichtshöhenplan findest? Aufrufen. Entschuldigung. Ja, habe ich parat. Wurde eingeblendet. Ich gebe mein Bildschirm frei. Okay, hier kann man es ja sehen, wenn wir mal so ein bisschen ranzoomen und vielleicht noch unten, dass man unten die Geländehöhen noch mitsehen kann, dann kann man so ein bisschen sehen. Ja, hier unten in der noch ein bisschen höher für mich. Also näher nach unten, dass wir unten die Geländehöhenzeile noch sehen können, ganz unten. Ja, da sieht man ja, dass am Anfang dort noch ein bisschen höher wieder. Ja, so perfekt. Ja, man sieht, am Anfang sind wir so 100, 111 Meter und ganz rechts im Bild sind wir dann so 2-3 Meter über normal und wir werden also mit einer Steigungsstrecke oder von links nach rechts Gefällestrecke von etwa 6,5% da durchgehen. Das ist also schon relativ steil für eine Bundesstraßenplanung, aber durchaus noch im Rahmen des Möglichen. Wir würden also auch in der Steigungsstrecke einen der Überholfahrstreifen anordnen, um dort den Lkw-Verkehr vernünftig abwickeln zu können und auch die Möglichkeit zum Überholen zu geben. Man sieht aber auch schon an den Geländeverläufen hier in Braun und Grün, dass das Gelände sehr bewegt ist und es schon kompliziert ist, dort eine vernünftige Trasse zu finden. Aber mit so einer Lösung kann man sich das ganz gut vorstellen.
Ja, wurden zur Trassen- oder zur Linienbestimmung auch Alternativen geprüft? Gut, das müssen, da müssen wir mal, Timo, nimmst du mal die Freigabe wieder raus. Da wäre vielleicht ganz gut, wenn wir mal wechseln zu Herrn Fischer. Der hat da ein GIS-System, wo man die Varianten, die wir untersucht haben, noch mal ganz gut sehen kann. Das ist der Kollege Schulze. Entschuldigung, Schulze. Natürlich. Wenn ich Fischer sage, meine ich immer Schulze. Also jetzt Jonas Schulze. Wir nehmen mal Jonas Schulze. Der kann mal das GIS vielleicht öffnen und vielleicht mal ein, zwei Sätze zu den untersuchten Varianten sagen. Im Raumordnungsverfahren sind ja tatsächlich Varianten untersucht worden, wie schon gesagt, von Eberswalde bis Bad Freienwalde. Und da gibt es durchaus auch Varianten, die im Spiel waren, die eine andere Linienführung verfolgt haben und dann eben auch nicht durchs Hammertal oder unten durch das Waldgebiet gehen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, was da passiert ist und vor allen Dingen auch, wie die Variantenabwägung zustande kam und wir dann letztendlich zu der Vorzugsvariante gekommen sind, die wir jetzt haben. Genau. Also grundsätzlich ist das natürlich ein komplizierter Prozess gewesen, der dort seit dem Raumordnungsverfahren stattgefunden hat. 2009 war das ganze Jahr. Wir sehen hier die übergreifend untersuchten Varianten. Die habe ich jetzt mal zu Beginn nochmal alle eingeblendet. Wenn man die hier mal durchzählt, auf der linken Seite sind es ja 8 Varianten, 8 verschiedene Linienführungen, die untersucht wurden. Die Frage zielt jetzt ja ein bisschen darauf ab, ob auch Varianten untersucht wurden, die eben nicht das Bad Freienwalder Waldgebiet und auch das Hammertal beanspruchen. Ja, die wurden untersucht, die sieht man hier sozusagen in grün und hellblau dargestellt. Vielleicht noch vorweg, also diese Variantenabwägung ist relativ komplex und auch schwierig in wenigen Worten zusammenzufassen. Da spielen Aspekte wie Streckenlänge, Flächenbedarf, Auswirkungen auf Umwelt, wo dann aber auch der Mensch dazu zählt, Lärmbelastungen, Betroffenheit von Wohngebieten, Tiere, Pflanzen, Boden, Landschaft, Kultur und Sachgüter. Also das ist ganz, ganz viel, was da reinspielt. Am Ende muss man sagen, für die Varianten, die sozusagen dieses Hammertal und Bad Freienwalder Waldgebiet nicht beanspruchen. Ich nehme die anderen Varianten gerade mal raus, weil das sonst vielleicht jetzt auch zu sehr dann verwirrt jetzt in der weiteren Erklärung. In schwarz dargestellt ist sozusagen ja die Variante, die am Ende linienbestimmt wurde hier für Bad Freienwalde, beziehungsweise eben die Vorzugsvariante aus dem Raumordnungsverfahren ist. Was man sieht bei den anderen Varianten, wenn ich jetzt hier mal so rauszoome, also es gibt ein paar Ausschlusskriterien einfach, wo die Raumordnung gesagt hat, diese Varianten sind eben mit der Raumordnung einfach nicht vereinbar. Wir haben zum einen, ich blende das mal ganz kurz ein, hier oben das Biosphärenreservat. Ich meine, Biosphärenreservat Schorfheide-Korin, genau, ne, wo man schön sieht, dass wirklich hier diese Varianten in großen Längen, also über mehrere Kilometer durch dieses Biosphärenreservat gehen. Dieses Gebiet nehme ich jetzt mal wieder raus. Wir haben aber eben auch, also rot schraffiert sind Vogelschutzgebiete. Wir haben hier ein Vogelschutzgebiet, was beansprucht wird durch diese Linien. Wir haben aber im Weiteren, vor allem, wenn wir uns jetzt erstmal die Variante 1 ansehen, also in hellblau dargestellt, haben wir wirklich hier Betroffenheiten von Natura 2000 Gebieten, also Vogelschutzgebiet, aber eben auch FFH-Gebiete, wo man wirklich, wenn man hier näher ranzoomt, auch sieht, hier ist die Bahntrasse, links und rechts das FFH-Gebiet, also hier gibt es auch keine Optimierungsmöglichkeiten, dass das FFH-Gebiet nicht beansprucht wird. Dass hier wirklich direkte Betroffenheiten und letztlich auch erhebliche Beeinträchtigungen von diesen Gebieten resultieren. Und in so einem Fall muss man dann eben auch eine Alternative planen. Ne? Also das ist für diese blaue Variante. Und hier sieht man es, glaube ich, auch relativ plakativ. Wir haben hier ein FFH-Gebiet, das sind zwei Varianten, die hier untersucht wurden, die jetzt hier aber nicht unterscheidbar sind, weil sie hier lagegleich sind. Die gehen mitten durchs FFH-Gebiet und wenn ich mal rauszoome,
Man kann, glaube ich, auch gut erkennen, dass es hier mit einer Nord- oder Südverschränkung Optimierung nicht möglich ist, dieses FFH-Gebiet nicht zu kreuzen. Und was man hier auch sieht, ist, dass wir hier auch Wohnbebauung haben, auch als Zwangspunkt, wo man sagen muss, da ist dann eben einfach auch eine Optimierung nicht möglich. Also um das kurz zusammenzufassen, es wurden auch andere Varianten geprüft, die dann aber sozusagen mit der Raumordnung einfach nicht vereinbar sind. Ein Aspekt ist dann noch, das habe ich jetzt hier jetzt nochmal in grün schraffiert eingestellt, der Freiraumverbund, da sieht man, glaube ich, auch relativ deutlich, ohne das jetzt zu quantifizieren, dass diese Varianten wirklich über Kilometer durch den Freiraumverbund gehen und das dann eben auch ein Ausschlusskriterium in der Raumordnung war. So viel dazu vielleicht. Ja, vielen Dank, Herr Schulze. Es gibt eine Frage zu dem Zeitraum, weil Sie hatten ja auch gerade gesagt 2009. Und die Frage im Chat ist, sind denn überhaupt die Planungsdaten noch aktuell? Ist nicht nach 11,5 Jahren die Planung eigentlich veraltet, war hier die Frage. Ja, soll ich da auch gleich was zu sagen? Ja, gerne. Ja. Genau, also ja, danke für den Hinweis. Das haben wir auch erkannt, das ist auch völlig richtig. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir, auch wenn 10 Jahre vergangen sind oder meinetwegen 15 Jahre, dass wir uns dann hinstellen und sagen, alles, was vor unserer Zeit war, ist Vergangenheit und ist so gesetzt und das hinterfragen wir nicht mehr. Nein, es ist so, dass wir eben gerade diese Konflikte, die ich immer noch mal dargestellt habe, wir jetzt im Jahr 2021 auch noch mal eingehend plausibilisieren. Sprich, wir gucken, wie haben sich die Schutzgebietsgrenzen verändert, wie verhält es sich von den Schutz- und Erhaltungszielen, also von den zu schützenden Pflanzen- und Tierarten, wie sehen die aktuellen Betroffenheiten aus, lässt es sich daraus ableiten, dass eine der Varianten, die damals verworfen wurde, jetzt plötzlich wieder in den Mittelpunkt rückt und planungsvorzugswürdig wäre. Das wird also dahingehend, ich sag mal, plausibilisiert anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, Datengrundlagen und Untersuchungen. Aber was ich eben gerade schon dargestellt habe, sind eben auch schon erste Erkenntnisse aus dieser Plausibilisierung, sprich die FFH-Betroffenheiten, die Betroffenheit des Freiraumverbundes oder des Biosphärenreservates, die bestehen nach wie vor. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Dazu ist noch eine konkrete Frage. Gibt es auch eine Prüfung der Null-Plus-Variante, die Sie geprüft haben, also hier ist ein Experte, wurde auch eine Null-Plus-Variante geprüft. Und am besten erklären Sie noch, was eine Null-Plus-Variante ist. Also die Null-Variante ist ja üblicherweise die Variante, man macht gar nichts. Ja, man belässt den Zustand so, wie er ist. Eine Null-Plus-Variante ist üblicherweise eine Variante des Ausbaus des vorhandenen Straßennetzes. Also das würde ja in unserem Fall bedeuten, Ausbau der innerörtlichen Straßen. Das ist durch uns nicht geprüft worden. Herr Oengerdinger hat es versucht am Anfang darzustellen. Die Bedarfsplanung ist ja abgeschlossen. Ja, wir haben die Maßnahme beim Bundesverkehrswegeplan im vordringlichen Bedarf, ist in den Bedarfsplan für Bundesfernstraßen durch den Bundestag beschlossen, in den vordringlichen Bedarf erhoben, sodass der Bedarf an der Maßnahme für uns gar nicht in Frage steht. Und wenn wir uns auch noch mal erinnern an die Ausführung von Bürgermeister Lehmann, denke ich, dass der Ausbau der innerörtlichen Straßen in der Kurstadt Bad Freienwalde überhaupt nicht in Frage kommt. Tatsächlich spricht man ja gegenwärtig sogar davon, relativ großzügig gestaltete Bundesstraßenmaßnahmen, in dem Fall die Kreuzung Hochstraße zurückzubauen oder umzubauen, entsprechend zu verkleinern, sodass, lange Rede, kurzer Sinn, für uns die Untersuchung einer Null-Plus-Variante als Alternative kein Thema ist. Gut, es gab vorhin diese Grafik mit den 6,5%. Die Frage hier war, welche Länge hat die Strecke, die 6,5% Gefälle hat oder Steigung? Gut, dann müssen wir nochmal Timo Fischer die Rechte geben, seinen Bildschirm zu teilen, nochmal auf den Höhenplan gucken oder er beantwortet es einfach so. Das habe ich jetzt natürlich auf Anhieb nicht im Kopf, aber ich sage mal irgendwo da, ja, oder du siehst. Ich habe die Frage selber im Chat gesehen und hatte mal kurz nachgeguckt und die Steigung beginnt ungefähr bei Baukilometer 900. Und wir sind dann sozusagen fertig. Der nächste Tangentenschnittpunkt ist dann erst in etwa bei Station 2000, also rund 1,2 Kilometer. Okay, also guter 1 Kilometer Steigung auf 6,5% ist in Ordnung, denke ich.
Die Strecke durchs Hammertal ist ein großer Block der Fragen, die wir bekommen. Ganz konkret, gibt es Grundstücke, die konkret betroffen sind und werden dort Eigentümer enteignet werden müssen, also müssen Gebäude weichen? Also es sind natürlich bei jeder Straßenneubaumaßnahme in irgendeiner Weise Flurstücke im Privatbesitz betroffen, das ist ganz klar. Vielleicht können wir ja nochmal, kann Jonas Schulze nochmal das GIS anmachen, dann können wir mal in das Hammertal ein bisschen näher ranfahren und können uns mal angucken, wie die Grundstücksbetroffenheiten sind. Ich habe es ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall eine Kleingartenkolonie betroffen, wo einzelne Kleingartengrundstücke überplant werden. Wir haben auch, hatte ich vorhin mal kurz gezeigt, in der Folie war so ein Bild zu sehen, eine Vielzahl Varianten untersucht, wie man diese Sache noch optimieren könnte. Ja, das ist halt, wenn wir noch mal ein klein wenig näher ranfahren, dann sehen wir das dort im südlichen Bereich, ja, hier wo wir jetzt hinkommen, da ist also eine Kleingartenkolonie, wo im Moment die Straßenplanung drüber geht. Wir haben ja auch über die Zwangspunkte geredet. Links Wohnprojekt Vier Pfoten, rechts steht ein bisschen außerhalb des Bildes nördlich ein Wohngebäude im Hammertal. Wir haben die Tongrube, wir haben verschiedene Zwangspunkte, die zu beachten sind im Süden außerhalb des Bildes, FFH-Gebiet, sodass wir eigentlich mit der Optimierung hier nicht mehr viele Spielräume sehen. Wohngrundstücke sind nicht betroffen. Es sind also tatsächlich diese Kleingartengrundstücke, wo wir jetzt in der Folge prüfen müssen, ob man diese Betroffenheit noch weiter reduzieren kann. Kann man Böschungsbereiche verringern? Wir können noch über eine Brückenlösung im Hammertal nachdenken. Da muss man gucken, ob das technisch, wirtschaftlich, auch umweltfachlich sinnvoll ist und sich darstellen lässt. Also da gibt es noch Optionen, aber im Moment stand Grobeinwurf, so wie wir es heute haben, ist es so, wie wir hier sehen, dass einige Kleingärten betroffen sein werden. Wurde auch geprüft, das Hammertal unbehelligt zu lassen? Ja, wenn wir mal ein bisschen auszoomen, nochmal, also Herr Schulze hat es ja schon lang und breit erklärt, ja, so vielleicht, er hat es ja lang und breit erklärt, was in der Raumordnung und im Linienbestimmungsverfahren getan wurde. Das sind also im Wesentlichen diese nördlichen Varianten, die durch das Eberswalder Urstromtal gehen, die aber aufgrund von naturschutzfachlichen Belangen, Verbotstatbeständen, Stichwort FFH-Gebiete, Stichwort durch Zerschneidung Freiraumverbund ausgeschlossen wurden und auch heute nicht in Frage kommen. Was bleibt da noch? Man könnte die Straße weiter nach Westen verlegen, um aus dem Hammertal rauszukommen. Da sehen wir das blau schraffierte FFH-Gebiet, das nicht berührt werden kann. Wir sehen die Tongrube in Grau, die nicht berührt werden kann, hatte ich geschildert. Wir sehen den Teufelssee, der im FFH-Gebiet so ein bisschen, ja, genau dort, wo jetzt die Hand zu sehen ist. Also es gibt im Grunde genommen eine Menge Zwangspunkte, die uns daran hindern, die Trasse in dem Korridor, der uns vorgegeben ist durch Raumordnung und Linienbestimmung, noch zu verlegen. Jedenfalls nicht so zu verlegen, dass wir das Hammertal komplett meiden. Okay. Wenn Gärten, also Kleingärten betroffen sind, sind dort die Eigentümer oder Pächter bereits informiert worden? Oder wann werden die informiert? Gut, ich sag mal, die erste Information ist natürlich jetzt. Nicht? Wir informieren jetzt Leute, wir haben also jetzt im Grunde genommen einen Planungsstand erreicht, der hinreichend genau ist, wo man über Konsequenzen, vorauszusehende Betroffenheiten sprechen kann. Das machen wir jetzt. Wie die Betroffenheiten tatsächlich sind, welche Flächen, Grundstücke oder Grundstücksteile in Anspruch genommen werden, wie Entschädigungsregeln sind, ist erst Gegenstand eines Planfeststellungsverfahrens in der Folge der jetzt laufenden Entwurfsplanung. Und man muss dann auch auf das Planfeststellungsverfahren verweisen, weil das die Rechtsgrundlage ist für den tatsächlichen Flächenentzug. Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, Herr Lintemeyer, das Wort Enteignung ist für uns ein ganz, ganz schlimmes Wort, da wollen wir nicht hin. Wir werden also nach dem Planfeststellungsverfahren, wo ja, ich sag mal, abgewogen wird zwischen den privaten Grundstücksinteressen, zwischen den Eigentumsinteressen, das ist ein sehr, sehr hohes Gut in der deutschen Rechtsprechung, und dem überwiegend öffentlichen Interesse für diese neue Straße, wo da abgewogen wird, werden wir auf jeden Fall, wenn wir dann, ich sag mal, tatsächlich Parzellen und Eigentümer scharf wissen, wer betroffen ist, werden wir erstmal freiwillige Grunderwerbsverhandlungen aufnehmen. Das heißt, unser Ziel ist es erstmal, im Weg des Dialoges und von vernünftigen Verhandlungen miteinander klarzukommen, sollte das nicht passieren und sollte auch um diese Grundstücke ein rechtlicher Streit in Gang kommen. Erst dann kommt die Enteignung als wirklich absolute Ultima Ratio, als der letzte Schritt
den es zu gehen gilt. Vorher gibt es ganz, ganz viele andere. Insoweit würde ich von dem Wort Enteignung erstmal ein bisschen Abstand nehmen und von Grunderwerbsverhandlungen sprechen. Genau, zum Thema Grundstück eine ganz konkrete Frage. Was passiert mit den Grundstücken am Freienwalder Landgraben durch die Bauarbeiten? Sind diese Gartenanlagen direkt betroffen? Können Sie da was zu sagen? Ja, können wir auch mal einen Blick drauf werfen, wenn wir nochmal zu Jonas Schulze schalten und er uns nochmal das GIS freigibt, dann könnten wir mal in den Bereich Kleingartenanlage am Freienwalder Landgraben, das ist ja hier sehen wir es sogar schon, das ging sehr schnell. Wir sehen also hier mittig durchs Bild schneidend die Bahnstrecke Eberswalde-Wriezen in Rot dargestellt, in der Oderniederung unsere Baustrecke und die Kleingartenanlage, über die wir reden, ist ja auf der unteren Seite der Bahnstrecke. Das heißt, sie ist auf jeden Fall erstmal direkt von der Baumaßnahme nicht betroffen. Sie wird auch voraussichtlich nicht indirekt von der Baumaßnahme betroffen sein, weil wir natürlich versuchen werden, mit Baustellenverkehr und solchen Geschichten nicht über die Bahn zu queren. Das können wir nicht mit Gewissheit sagen. Wir sind in einer sehr frühen Planungsphase. Wir wissen also noch nicht, ob wir im Umfeld der Kleingartenanlage Tätigkeiten oder Arbeiten vornehmen müssen. Aber so nach dem ersten Augenschein würde ich sagen, ist die Kleingartenanlage nur marginal betroffen, wenn nicht überhaupt nicht. Wir können auch noch mal kurz gucken, Jonas, wenn du mal einblendest, vielleicht hier die Isophone Mischgebiet Tag. Das ist ja die maßgebliche Lärmisophone für Kleingartenanlagen. Ja, dann sehen wir das auch durch Verkehrslärm die Kleingartenanlage jetzt nicht übermäßig belastet wird. Jedenfalls werden die gesetzlichen Grenzwerte innerhalb der Kleingartenanlage nicht erreicht. Wir sehen, dass die an diesen gelb gestrichelten Linien, dass die gesetzlichen Grenzwerte schon im Bereich der Bahntrasse nicht mehr überschritten werden. Also die werden die Straße sehen, sie werden die Straße hören in der Kleingartenanlage. Das kann man nicht wegdiskutieren, aber die Betroffenheiten werden nicht so sehr gravierend sein und schon gar nicht baulich vorhanden sein. Ja, zum Lärmschutz gibt es auch noch eine Frage. Gibt es Lärmschutz an der Straße durchs Hammertal? Ist da was geplant? Können wir gleich mal hier bleiben. Wir fahren mal ins Hammertal und blenden vielleicht mal dann die Tag- und Nacht-Isophone ein, weil hier unterschiedliche Rechtsvoraussetzungen wirken. Wenn wir mal im Süden anfangen, wo die Kleingartenanlage war, für Kleingartenanlagen würde also hier die gestrichelte Linie gelten. Da sieht man also, dass die Lärmgrenzwerte jenseits dieser gestrichelten Linie, also außerhalb, nicht mehr überschritten werden, sodass die Kleingärten, die von der Baumaßnahme nicht direkt betroffen sind, eigentlich auch nicht vom Lärm betroffen sind, weil die Lärmausbreitung gar nicht so hoch ist. Das liegt im Wesentlichen an dem relativ niedrigen Lkw-Verkehr. Für die Wohngebäude weiter im Norden, also ich sag mal hier das Wohnprojekt Vier Pfoten, was hier als größeres Gebäude links der Trasse zu sehen ist, kannst du mal noch ein klein wenig näher ranfahren, dann sieht man das ein bisschen besser, ja, da so ein bisschen, nochmal so, ja, gilt die durchgezogene Linie, da hätten wir also auch keine gravierenden Lärmbetroffenheiten und auch rechts für das Wohngebiet für das Wohnhaus im Hammertal, Haus Nummer 8 ist das, glaube ich, würde das auch gelten, wobei ich nochmal ganz klar sagen möchte, das ist eine ganz frühe Phase der Planung. Wir reden hier also nur von einer Abschätzung der Lärmbetroffenheiten, einfach für diese Veranstaltung zur Verdeutlichung, dass man in etwa sehen kann, wo findet was statt, wo muss man eventuell nochmal prüfen. Deswegen können wir aktuell auch nicht über Lärmschutzmaßnahmen reden. Wir werden diese Gebäude natürlich Punkt für Punkt, auch Etage für Etage und je nach Nutzung überprüfen und dann Lärmschutzmaßnahmen festlegen. Jetzt augenscheinlich würde man sagen, sind keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich, weil die Straße weit genug von den Gebäuden wegliegt, aber das wird natürlich Gegenstand unserer weiteren Planung sein. Ja, es gibt viele Fragen zu den Fußwegen und Radwegen. Zerschneidet die Umgehungsstraße diese Wegebeziehung? Also kann man noch zu Fuß die gleichen Wege gehen und auch mit dem Rad? Also wir zerschneiden natürlich Wege. Wir werden also im Hammertal zerschneiden wir die Wege nördlich und südlich. Wir werden auch in dem Waldgebiet, was wir jetzt hier im Ausschnitt sehen, natürlich Wege zerschneiden. Man sieht da so ein bisschen schattiert die Wanderwege, die dort so existieren. Wir werden aber auf jeden Fall vorhandene Wegebeziehungen erhalten. Wir werden keine Wegebeziehungen unterbrechen. Das ist also der Grundsatz der Planung. Das bedeutet nicht,
dass zwangsläufig an jeder Wegekreuzung auch ein Brückenbauwerk hinkommt. Da können auch Wege umverlegt werden, zusammengelegt werden, gebündelt werden. Wir werden mit der Forst ins Gespräch kommen, um festzulegen, welche Forstwege müssen unbedingt erhalten bleiben. Und dann wird sich so ein Wegekonzept ergeben. Wir haben den ersten Ansatz gemacht mit dem Brückenkonzept, was ich schon gesagt habe. Man sieht ja auch, wenn man noch mal ein bisschen näher ranfährt, in die Planung, dass wir dort im Bereich Hammertal zum Beispiel, das ist ja dieser Wanderweg, der gerade auch zum Wanderweg des Jahres 2021 geworden ist, da haben wir natürlich eine Querung vorgenommen und auch südlich oder unten im Bild im Waldgebiet gibt es schon eine erste Konzeption für eine Querung. Das, auch das werden wir jetzt im weiteren Planungsverlauf natürlich vertiefen. Es gibt einige Fragen zur Streckenführung und zwar zu den Kreuzungen. Wie werden die Kreuzungspunkte mit der Wriezener Bahn ausgeführt? Wird dort die mögliche Wiederbelebung der Bahnstrecke berücksichtigt in Ihrer Planung? Also wir haben bisher nur eine Kreuzung der Bahnstrecke Eberswalde-Wriezen nördlich des Knotenpunktes, haben wir gesehen. Timo, kannst du was sagen zu dem Status der anderen Bahnstrecke Wriezener Bahn oder sind wir da noch in Abstimmung mit der Bahn? Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Status, wie wir damit umgehen. Ja, da möchte ich mal gleich noch eine kleine Brücke schlagen wollen zu einer anderen Frage aus dem Chat, und zwar wie hoch die Trasse wird im Bereich des Bahnbauwerks. Also wir können Ihnen sagen, dass wir uns kurzfristig noch mit der Bahn zusammensetzen werden und auch mit den Kollegen von der Deutschen Bahn sprechen werden. Wir haben schon mal eine erste Anfrage gemacht und da hieß es erstmal, dass nicht geplant ist, diese alte Bahnstrecke zu reaktivieren. Aber das wird dann in den künftigen Gesprächen, werden wir diese Themen auch nochmal abhandeln, ja. Ja, also das ist ein Thema für die zukünftige Planung und insbesondere dann auch für ein Planfeststellungsverfahren, wo dann geklärt werden muss, ist die Bahnstrecke, kann die Bahnstrecke gequert werden oder ist ein Brückenbauwerk erforderlich? Das ist bei nicht mehr genutzten Bahnstrecken immer ein bisschen problematisch und auch ein bisschen langwieriger mit der Bahn, aber das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Es gibt viele Fragen zu der Führung. Der Strecke hätte man die Umgehungsstraße nicht weiträumiger um den Ort herum führen können. Gut, das Hammertal dann zu berühren. Gut, in dem Trassenbereich, also wo wir uns befinden, also basierend auf Raumordnungsverfahren und Linienbestimmung, haben wir, glaube ich, jetzt genug darüber gesprochen, dass es keine weiteren Möglichkeiten gibt. Vielleicht gucken wir uns noch mal kurz das GIS an. Also, denn ich vermute mal, Jonas, kannst du noch, können wir noch mal Jonas Schulze den, die Möglichkeit geben, seinen Bildschirm zu teilen, dass wir noch mal auf das GIS gucken und dann vielleicht ein bisschen auszoomen. Ich vermute mal, die Frage geht in Richtung eher einer weiträumigen Südostumfahrung. Ja, da geht es im Wesentlichen um den Bereich, der hier südlich der roten Trasse ist, dass man also von der B158 schon deutlich weiter entfernt von Bad Freienwalde nach Osten schwenkt und dann so eine südöstliche Umfahrung an die schon ausgebaute B167 so in Richtung Wriezen durchführt. Das ist bei uns nicht Gegenstand der Untersuchung. Ja, wir haben also den klaren Planungsauftrag. Herr Ungerding hat so schön gesagt, wir reden nicht mehr über das Ob, sondern über das Wie. Unser Planungsauftrag ist also ganz klar das Ergebnis der Raumordnung und das Ergebnis der Linienbestimmung, was ja Eingang in den Bedarfsplan für Bundesfernstraßen gefunden hat, so eine Südostumgehung. Auch der Ausbau vorhandener Bundes- und Landesstraßen ist gegenwärtig eben nicht im Bedarfsplan, weder bei Bund und Land, und wird gegenwärtig auch nicht geplant und ist auch nicht Gegenstand unserer Untersuchung. Es ist nun mal nicht das Konzept einer Straßenplanung, die Ergebnisse der vorherigen Planungsstufen, in dem Fall Raumordnung und Linienbestimmung, aufzuheben und immer wieder in Frage zu stellen. Wir tun das in dem Maße, wie Herr Schulze das vorhin gesagt hat, aber wir suchen nicht nach neuen Trassen. Das ist auch nicht unser Auftrag. Gibt es zum Thema Lärmschutz auch besondere Vorkehrungen, dass dort zum Beispiel die Geschwindigkeit, die Richtgeschwindigkeit auf der Umgehungsstraße abgesenkt wird oder nicht so hoch ist? Also wir die Lärmschutzgeschichten, hatte ich gerade gesagt, müssen wir noch prüfen. Wir haben also auf der Baustrecke wenig Lärmbetroffenheiten. Wir werden also auf jeden Fall untersuchen müssen, ganz im Süden, wenn du da noch mal ein bisschen näher ranfährst, das Gebiet Waldstadt. Ja, du kannst ja noch mal die Wohngebiet-Nachtgrenzwerte einblenden. Ja, so sieht man hier in Blau, das sind die
Lärmgrenzwerte, die für Wohngebiete gelten. Waldstadt ist ja ein ausgewiesenes Wohngebiet. Das heißt, man kann sich so vorstellen, alle Wohngebäude, die außerhalb dieser blauen Linie liegen, sind nicht von Lärm betroffen. Wobei, wie gesagt, das ja nur eine Vorabschätzung ist, die wir getroffen haben, sodass man hier also sehen kann, da sind schon einige Wohngebäude, insbesondere hier Brandfichtenweg, doch sehr dicht an der Trasse, sodass man hier auch punktuell in der Zukunft untersuchen muss, ob hier Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Wenn das so ist, dann würden wir Lärmschutzmaßnahmen planen. Also die Reduzierung der Geschwindigkeit aus Lärmschutzgründen würden wir erstmal nicht in Erwägung ziehen, nur wenn gar keine anderen Mittel wirken. Wir haben aber tatsächlich an der Trasse außer diesem Bereich und dem Bereich Hammertal keine größeren Bereiche, wo das überhaupt in Frage kommt. Die Straße ist schon so trassiert, das ist ja der oberste Planungsgrundsatz, die Straße so zu legen, dass sie möglichst weit weg von betroffenen Gebieten ist, sodass wir glauben, dass so eine Maßnahme nicht erforderlich ist. Ich war vorhin bei den Kreuzungen stehen geblieben. Wie wird die Anbindung des Kreuzungsbereiches der jeweiligen Bundesstraßen geregelt? Ampelschaltung? Untersuchen wir auch noch. Wir gehen aber davon aus, dass wir jeweils, also dort im südlichen Bereich, wo wir gerade waren, im Bereich Waldstadt, wird es eine Einbindung geben. Ich gehe mal davon aus, dass es dort Ampelschaltungen gibt, auch im Kreuzungsbereich mit der B167 voraussichtlich. Das prüfen wir noch und wird dann Gegenstand der Entwurfsplanung sein. Genau, es gibt eine Straße, die von Kaufland zu dieser Kreuzung führt. Wie ist dann die Anbindung dort geregelt? Können wir da nochmal in den Bereich fahren? Vielleicht fragen wir mal, damit er nicht ganz umsonst da war, Titus Kagel, kannst du zu dem Thema was sagen? Es geht ja um den nördlichen Baubereich, wo das Gewerbegebiet angeschlossen ist an die B167. Ja, gerne. Also es ist unser Bauende gemeint. Ja, also wenn du einen Plan dazu hast, kannst du ihn einfach zeigen. Ansonsten sprechen wir einfach so. Ja, wir können auf den Übersichtsplan gucken, ja. Ist er zu sehen? Ja. 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 Noch etwas kleinteilig, aber. Ja, ich. Das wird geändert. Oh. So, ja, also am Bauende wird es so aussehen, dass der alte Streckenzug, also hier zu sehen, noch blau dargestellt, wird die Straße auf die erforderliche Breite zurückgebaut, dass hier hinten die entsprechende Bebauung noch zu erreichen ist und dort ist letztendlich mit einer Wendeeinrichtung dann die zukünftige Erschließungsstraße dann zu Ende und eine Anbindung an die Bundesstraße erfolgt dort nicht. Der Kaufland-Komplex ist ja der hier unten im Bild gerade verschwindet, nicht? Ja, genau. Das heißt, ab hier bleibt die Straße eigentlich so erhalten, wie sie dort ist, als dann abgestufte Straße. Ne? Okay, das heißt, die Erschließung erfolgt genauso, wie sie heute erfolgt und wird im Grunde nicht verändert. Von Norden kommend müsste man dann über die Ortsumgehung zur B167 fahren, würde ich mal sagen. Also da wird's, oder ach nee, man kann auch geradeaus fahren über die B158. Das wäre dann der Weg der Wahl, weil der direkte Weg dann eben nicht mehr möglich ist über die B158 und dann von unten zu dem Kauflandkomplex. Nicht so ist die, so ist die Idee der Planung. Vielen Dank. Es gibt einen Bereich Wenzhof. Ja. Vielleicht können wir es da auch noch mal zeigen. Ja, kannst ja mal gleich hier draufbleiben. Hier, Wenzhofer Weg, das ist ja Bauwerk 14. Welchem, wenn ich mich nicht Ausmaß wird dieser Wenzhof betroffen sein? So, wir haben hier die Trassenführung, die zwischen den beiden Bebauungsteilen durchführt, unsere Trasse. Und wir werden den Wenzhofer Weg, der wird eine kleine Trassenänderung bekommen, sodass die Verbindung im Zuge des Wenzhofer Weges zukünftig dann genauso vorhanden sein wird als Wegeverbindung. Und die Trasse der Bundesstraße nutzt die entsprechende Lücke zwischen den Bebauungen. Okay, hier wäre also genau die gleiche Frage. Ich weiß nicht, wenn du hier die Lärmisophonen, das sind ja hier dann die Mischgebiet-Tag-Nacht-Werte, also Nacht in dem Fall wahrscheinlich maßgebend. Auch hier müsste man natürlich untersuchen oder
nicht müsste man, sondern werden wir selbstverständlich auch, ob die Wohngebäude Lärmschutzmaßnahmen benötigen oder nicht. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, das würden wir dann in der Folge noch tun. Ne? Ja, ich würde gerne zum nächsten Themenbereich kommen, und zwar Umwelt- und Naturschutz. Wie viele Bäume müssen für dieses Projekt gefällt werden und wo gibt es Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen? Also ich würde vielleicht erstmal anfangen, bevor ich an den Umweltexperten gebe. Über die Details der Maßnahmen können wir jetzt natürlich noch nicht reden. Wir sind, wie gesagt, im Grobentwurf. Das ist praktisch die erste Stufe der technischen Feinplanung. Und die Ausgleichsregelung richtet sich natürlich zunächst mal danach, wie ist denn der tatsächliche Eingriff. Den tatsächlichen Eingriff können wir aber bisher noch nicht benennen, sodass wir dazu gar keine Aussagen machen können. Wir müssen erstmal eine Feinplanung haben und sagen, wie hoch ist die Flächeninanspruchnahme, wie hoch ist die Inanspruchnahme von Waldflächen, um zu sehen, welche Maßnahmen kann man dazu machen. Ich weiß nicht, Jonas, hast du noch eine Expertenergänzung dazu? Also grundsätzlich kann ich da nicht allzu viel hinzufügen. Ich hoffe, man hört mich. Ja, doch. Ja, absolut. Genau. Also es ist so, die konkrete Eingriffs- und Ausgleichsbilanz wird natürlich auf Basis der finalen technischen Planung erstellt werden. Das ist bisher noch nicht so fein trassiert, dass das möglich ist. Was den Wald betrifft, ist ja aber augenscheinlich, dass dort durchaus erhebliche Eingriffe stattfinden und die werden dann entsprechend der geltenden Regelwerke eben auch ausgeglichen. Prinzipiell ist es so, dass ein Eingriff in einen Waldbestand zunächst einmal dann natürlich auch mit einer Ersatzpflanzung mindestens mit dem Maßstab 1:1 dann umgesetzt wird, wobei wir hier natürlich die Besonderheit haben, dass dieser Wald auch verschiedene Waldfunktionen noch hat. Also beispielsweise ist es ja ein Erholungswald, sodass dann diese Kompensationsfaktoren entsprechend auch noch hochgestuft werden. Wo wir da genau landen, wissen wir aber eben noch nicht. Es gibt die Möglichkeit des ökologischen Waldumbaus. Prinzipiell ist es aber so, dass wir natürlich dort auch mit dem Landesbetrieb Forst in enge Abstimmung gehen und grundsätzlich natürlich auch ganz, ganz Ohr sind, was Vorschläge betrifft, was den Ausgleich betrifft. Das ist jetzt alles Bestandteil der Planungsphase, die jetzt startet. Vielen Dank. Es gibt eine Frage noch. Ich würde mal kurz mal zurückspringen zu der Thematik Verkehrsmengenplanung. Gibt es dazu Unterlagen? Weil viele fragen sich jetzt, ob sie solche Unterlagen mal anschauen können, wie solche Verkehrsplanungen zustande kommen. Also es gibt natürlich eine verkehrstechnische Untersuchung, die vollständig vorliegt, einschließlich Verkehrszählung, Prognoseentwicklung, Knotenströme und so weiter. Die gibt aber nicht her, wie solche Untersuchungen zustande kommen. Ja, das ist also eigentlich ein hochtechnisierter Prozess. Wenn wir die Experten noch dazugeladen hätten, dann würden wir wahrscheinlich die Zeit sprengen. Die können aber sehr viel und tatsächlich auch hochinteressant darüber erzählen. Ja, aber man kann die Untersuchung natürlich einsehen. Im Grunde genommen basieren die Untersuchungen auf vorhandenen Verkehrszählungen und demografischen Daten, die dann in die Prognose hochgerechnet werden. Ja, ich wollte nur ergänzen, es kam ja auch im Chat die Frage, wer ist das? Ist das ein, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, ist das ein Wald- und Wiesenbüro oder ein anerkannter Gutachter? Wir haben uns hier des Büros PTV bedient. PTV ist in ja, nahezu weltweit ein anerkannter Verkehrsplaner, der nicht nur Ortsumgehungen in Brandenburg beurteilt, sondern auch große Autobahnmaßnahmen, auch ganz andere Verkehrsuntersuchungen durchführt. Das ist schon eines der besten Büros, die man für diese Themen finden kann. Die stehen auch mit ihrem Namen dafür, dass die Prognose tatsächlich fach- und sachgerecht gemacht ist. Wir sind uns da sehr sicher. Und ich sage mal, solche Karten, wie sie uns Herr Fischer vorhin gezeigt hat, können wir ohne weiteres zum Download zur Verfügung stellen. Ja. Da gibt es keine Geheimnisse. Super, vielen Dank. Sie haben ja gerade über die Ausgleichsmaßnahmen gesprochen. Kann ein Wald überhaupt ausgeglichen werden? Ist hier die konkrete und sehr allgemeine Frage. Geht das überhaupt und wie? Ja, Herr Schulze hat es ja gerade schon mal versucht darzustellen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch vertiefen kann. Man kann natürlich den Wald nicht an der Stelle ausgleichen, wo wir die Straße planen. Das dürfte klar sein, dann muss man ihn an anderer Stelle ausgleichen. Aber wie man das macht, hat er, glaube ich, ganz gut beschrieben. Und
dass wir das noch nicht so genau wissen, weil wir einfach in der Feinplanung noch nicht so weit sind, hat er, glaube ich, auch ganz gut beschrieben. Ich weiß nicht, Jonas, ob du noch was ergänzen willst dazu? Also ja, grundsätzlich ist das natürlich richtig. Wir müssen uns sozusagen dem Ganzen natürlich nähern. Also wir werden natürlich erstmal im unmittelbaren räumlichen Umfeld gucken, was möglich ist. Und dann ist es aber so, dass bei solchen Planungen natürlich regelmäßig, wenn der Ausgleich nicht möglich ist, dann eben, es ist ja die nächste Kaskade sozusagen in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, dann spricht man von einem Ersatz. Also das sind dann keine Ausgleichs-, sondern Ersatzmaßnahmen und die finden dann im jeweiligen Naturraum statt. Also das ist dann sozusagen von der Kaskade dann auch nicht ganz so, dass eine Maßnahme nur am Ort der unmittelbaren Beeinträchtigung umgesetzt werden soll. Das ist natürlich immer das erste Ziel. Aber wenn das dann eben nicht möglich ist, dann muss man sozusagen seinen Blick eben auch ausweiten und den Naturraum dann eben mit einbeziehen. Aber ja, was man definitiv sagen kann, Herr Schulze widerspricht, wenn ich jetzt falsch liege, aber wir werden mindestens genauso viel Wald wieder neu aufforsten, wie wir für den Straßenbau in Anspruch nehmen. Also diese Ausgleichsbilanz 1:1 ist das absolut untere Minimum, das es einzuhalten gilt. Es wird eher immer mehr Wald, teilweise sogar deutlich mehr Wald aufgeforstet, wie wir für die Straßenplanung selbst brauchen. Aber wie nochmal auf das verwiesen, auch was Herr Grüschow jetzt schon mehrfach gesagt, wir sind in einer sehr, sehr frühen Planungsphase. Die konkreten Eingriffe und die konkreten Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen werden in den nächsten Planungsstufen erarbeitet und die werden wir dann natürlich hier auch wieder vorstellen. Es gibt eine Frage zum Thema Tunnel, die ist aber doppelt sozusagen gestellt. Einmal ist der Tunnel insgesamt als Möglichkeit der Alternative zur Umgehungsstraße bedacht worden und sind Tunnel vorgesehen, damit Tiere am Überqueren der Straße gehindert werden? Ich würde erstmal auf die technischen Tunnel, oder bist du zu den technischen Tunneln? Ich glaube, du hast da ein bisschen mehr Erfahrung im Tunnelbau. Also wenn man eine Straße in einen Tunnel verlegt oder auf eine Brücke, ist der Tunnel immer die teuerste Variante. Das kann man ganz deutlich sagen. Wir reden da sofort von Kostenfolgen Faktor 10 bis Faktor 20, wenn wir unter die Erde gehen. Und Sie müssen sich vorstellen, dort, wo ich einen Tunnel baue, muss ich auch erstmal eine Baugrube ausheben. Das heißt, der Eingriff in Natur und Landschaft durch die Baustelle ist sowieso erst einmal da. Wir befürchten, dass wenn wir hier einen Tunnel planen würden, der ja wahrscheinlich auch relativ großräumig sein müsste, um diese ganzen Höhenübersprünge tatsächlich abzumindern, dass wir die Kosten derartig in die Höhe treiben, dass das Projekt insgesamt nicht mehr finanzierbar ist. Also Tunnel ist das, was wir als Straßenplaner auch im Sinne des Steuergeldes, mit dem wir ja umgehen, immer versuchen möglichst zu vermeiden. Und deswegen sehen Sie auch an der Linienführung, an diesem Höhenplan, den uns Herr Fischer vorhin gezeigt hat, dass wir immer versuchen möglichst nah an der Geländeoberkante zu bleiben, also Dämme zu vermeiden, Einschnitte zu vermeiden, möglichst wenige Brückenbauwerke zu haben, um eben eine möglichst wirtschaftliche, günstige Planung im Sinne unser aller Steuergeld auch vorlegen zu können. Und das Thema der Tierquerung war, glaube ich, die zweite Frage. Da könnte man nochmal an Jonas Schulze übergeben. Herr Schulze. Ja, genau. Also grundsätzlich, auch hier ist es ja so, dass wir auf der Ebene Grobentwurf sind. Und insofern das Ganze jetzt im Vorentwurf natürlich verifizieren. Es ist erstmal so, dass man ja, um überhaupt darüber vernünftig Auskunft geben kann, erstmal eine vernünftige Bestandserfassung machen muss. Das ist dann eben auch Basis für unser Bauwerkskonzept gewesen, sprich Fledermäuse zu kartieren, Vögel, Amphibien, Reptilien, alles, was dort sozusagen zusammenkommt. Ich habe jetzt hier auch nochmal den Lageplan aufgemacht, wo ich sozusagen jetzt hier am Bauanfang einfach mal zwei Beispiele mache. Wir haben hier Bauwerk 1Ü, das ist unsere Grünbrücke, weil wir hier einen überregional bedeutenden Wanderkorridor von Großsäugern wie Rothirsch beispielsweise haben, also mit einer nutzbaren Breite für die Tiere dann von 50 Meter, dass die hier also ohne Gefahr die Straße überqueren können. Und wir haben als weiteres Beispiel, das nennt sich dann Faunabrücke. Die Frage kam ja auch in dem Chat auf.
wie ist der Unterschied Grünbrücke, Faunabrücke? Das ist eine Faunabrücke, Bauwerk 2Ü. Es ist, sage ich mal, ähnlich wie eine Grünbrücke, hat nur eine nicht so ganz so breite Dimension für die Tiere zum Überqueren. Das sind hier, glaube ich, 20 Meter als nutzbare Breite. Und das ist dann für Wild, aber eben auch für Fledermäuse. Fledermäuse spielen bei dem ganzen Schutzkonzept und Querungskonzept, insbesondere in den Waldbereichen, einen Schwerpunkt der Planung. Das wird sich auch in der weiteren Planung immer wieder zeigen. Das sind jetzt hier, sage ich mal, ausgewählte Hotspots, wo man auch sagt, das sind rein ökologische Bauwerke. Wir haben natürlich auch technisch bedingte Bauwerke, die umgesetzt werden, von denen dann die Tiere auch profitieren. Dort gibt es Regelwerke, dass man dann auch sagen kann, okay, dieses erstmal aus technischer Sicht geplante Bauwerk wird aber aufgeweitet von der nutzbaren Breite für die Tiere, sodass die dann auch sozusagen dieses technische Bauwerk nutzen können. Also da sind einige Bauwerke entweder aus rein ökologischer Sicht, aber auch aus technisch-ökologischer Sicht geplant, die Tiere dann eben annehmen können. Vielen Dank, Herr Schulze. Nochmal ganz kurz, weil wir lesen auch den Chat mit, ein Kommentar ist hier Geld vor Natur. Ich glaube, an den Ausführungen von Herrn Schulze von eben kann man wunderbar sehen, was alles in Natur und Ausgleich und eben auch für die Tierwelt dort getan wird. Ja, das ist ein Eingriff. Wir versuchen aber gerade in Deutschland extrem viel für Flora und Fauna und für Ausgleich zu tun. Das werden Sie in den nächsten Planungsstufen noch sehr, sehr detaillierter sehen. Da wird unglaublich viel Geld ausgegeben. Wir rechnen im Straßenbau ungefähr mit einem Kostenanteil von 20 bei hochsensiblen Baustrecken auch 30%, die wir in Umwelt- und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen investieren. Also dass wir hier rein dem Edikt der Wirtschaftlichkeit des Geldes alles unterwerfen, möchte ich ein bisschen gerade rücken. Die Details können wir uns dann wirklich in der nächsten Planungsphase angucken, wenn wir genau sehen, hier kommt eine 50 Meter breite Brücke für Hirsche, für Rehe, für Hasen und was da sonst noch alles rumläuft. Ja, dieses Bauwerk alleine ist mit einem mittleren einstelligen Millionenbereich zu taxieren. Ja, nur damit wir die Querungen eben möglich machen. Also da wird jede Menge getan. Das ist momentan noch unkonkret, das verstehe ich. Ich verstehe auch die Kritik. Da hätte ich die Bitte, dass ein bisschen gewartet wird, dass wir es weiter ausarbeiten und dann auch zeigen können. Ja, wir kommen so langsam zum Ende der Fragerunde. Es gibt Fragen vor allen Dingen zu den Radwegeverbindungen. Wird es einen Radweg von Bad Freienwalde in Richtung Falkenberg geben? Also wir machen erstmal keine Radwegplanung, wir machen tatsächlich die Planung der Ortsumgehung, die also der Abwicklung des großräumigen Durchgangsverkehrs dient und die Radwegplanung an Neubaustrecken für Bundesfernstraßen ist also schon an bestimmte Bedingungen geknüpft. Da geht es um Fragen der Schulwegsicherung. Gibt es tatsächlich eine Lückenschlussfunktion zur Unterstützung vorhandener Mobilitätsketten? Gibt es Bedarf, Verbesserung Stadt-Umland-Beziehungen? Gegebenenfalls auch Bedarf für Lückenschlüsse an touristischen Radfernrouten. Das spielt in unserer Planung im Moment keine Rolle. Okay. Gegebenenfalls, wir könnten nochmal Herrn Lehmann geben, das Wort übergeben. Es gibt ja regionale Planungen für die Verbesserung des Radwegenetzes, insbesondere auch des touristischen Radwegenetzes. Und da geht es ja auch um Verbindungen Bad Freienwalde, Falkenberg und so weiter. Ja, wenn Sie möchten, würde ich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Gemeinsam mit dem Amt Falkenberg-Höhe bemühen wir uns ja schon seit längerer Zeit, den Radweg zwischen Falkenberg und Bad Freienwalde zu errichten. Und gegenwärtig geht es in die letzte Verhandlungsphase zwischen das Amt Falkenberg-Höhe und dem Landesbetrieb Straßenwesen, um eine Verwaltungsvereinbarung abzuschließen, sodass der Radweg durch uns gemeinsam geplant gebaut werden kann und dann auch abgelöst werden kann durch die Finanzierung des Landesbetriebes für Straßenwesen. Damit hätten wir eine sehr, sehr gute Verbesserung entsprechend der Radwegeverbindung zwischen Bad Freienwalde und Falkenberg. Die Trassierung soll entlang der Bahnstrecke voraussichtlich erfolgen. Dazu gibt es eine Machbarkeitsstudie mit einer Vorzugsvariante, die sowohl Falkenberg-Höhe als auch wir bestätigt haben. Ja, danke. Ja, sehr gut. Es gibt eine Frage noch zu den Kreuzungen, den Umgehungsstraßen geplant in Höhe Waldstadt und Kaufland, sowohl die Straßen nach Eberswalde. Wie sind dann diese Streckenbeziehungen geplant?
Also wir haben erstmal nur zwei Kreuzungen geplant. Das ist einmal natürlich im Bauanfang im Bereich Waldstadt, hatten wir vorhin schon kurz im Bild gesehen, Anbindung der Ortsdurchfahrt. Ja, die alte B158 wird natürlich wieder an die Ortsumgehung angeschlossen und dann den Knotenpunkt mit der B167 ungefähr in der Mitte der Baustrecke und dann am Bauende die Schiffmühlerkreuzung, an die wir anschließen, die aber so liegen lassen, wie sie ist. Weitere Knotenpunkte wird es nicht geben. Das ist auch nicht im Sinne des Ziels für so eine Ortsumgehung. Wir wollen ja die Leistungsfähigkeit erhöhen, wir wollen die Ortsumgehung ja attraktiv machen. Wir wollen also Verkehr aus der Ortslage auf die Ortsumgehung ziehen, wenn jetzt große Knotenanzahl da ist, also eine hohe Knotendichte, dann wird natürlich die Geschwindigkeit auf der Ortsumgehung gesenkt, die Reisezeiten werden verlängert und die Attraktivität sinkt, dann wird der Effekt für diese Abwicklung des Durchgangsverkehrs nicht mehr erreicht. Deswegen werden regionale Straßen nicht angeschlossen. Es gibt auch die Frage, ob nach der Baumaßnahme die B167 dann alt, ich habe es nicht ganz verstanden, zurückgebaut wird. Also gibt es irgendeine Zurückbauungsnotwendigkeit? Also wir werden keine vorhandenen Straßen zurückbauen. Die Straßen werden gegebenenfalls natürlich umgestuft, weil sie dann nicht mehr den Charakter einer Bundesstraße haben. Die neue Ortsumgehung wird ja dann den Charakter der Bundesstraße übernehmen. Dazu wird gemeinsam mit dem Landesbetrieb ein Umstufungskonzept erarbeitet. Aber der Straßenrückbau ist nicht vorgesehen, außer in dem einen Bereich, den ich gezeigt habe, im Bereich Waldstadt am südlichen Bauanfang, wo wir die Trassenführung ändern und dann natürlich die zurückbleibende Kurve der B158 zurückbauen werden. Ja. Genau, es gibt vielleicht zum Abschluss noch die Bitte, ist eigentlich fast keine Frage, es kommt häufig hier im Chat vor, das Gutachten zur Verkehrsprognose hätten viele gerne. Kann die DEGIS dort helfen und Unterlagen zur Verfügung stellen? Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, genau. Selbstverständlich werden wir das zum Download zur Verfügung stellen. Büro PTV ist der Dienstleister von uns. Wir werden die Verkehrsmengenkarten zur Verfügung stellen, die wesentlichen Eingangsparameter. Das ist kein Geheimnis, da stehen wir auch dazu. Das Ergebnis haben wir in den wesentlichen verdichteten Informationen ja hier schon vorgestellt. Ja, dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir sind stabil bei 150, 160 Personen geblieben. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie uns die Fragen gestellt haben. Alle Fragen, die wir heute nicht beantworten konnten, zum Teil gab es nicht nur Fragen, sondern auch Hinweise, werden wir im Nachgang beantworten. Wenn Sie uns Ihre Informationen auch über das Kontaktformular hinterlassen haben, bekommen Sie alle eine persönliche Antwort. Alle Fragen, die hier im Chat gestellt wurden, werden dann gesammelt und im Nachgang der Veranstaltung auf der Webseite der DEGIS veröffentlicht. Wir bedanken uns. Sie können jederzeit über die Dialogangebote, die vorhin bereits Herr Irngartinger präsentiert hat, Fragen an uns stellen. Sie können das Bürgertelefon anrufen. Sie können das Kontaktformular ausfüllen. Wir garantieren, dass jede Frage von uns beantwortet wird. Vielen Dank. Und für heute, der Dialog geht ja weiter, aber für heute erst einmal einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und ich gebe zu Herrn Irngartinger noch einmal ab. Ja, vielen Dank, Herr Lintemeyer. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für anderthalb intensive Stunden, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Wir können noch einmal die Folie vielleicht einblenden zu den Informations- und Dialogangeboten, dass wir das als Abrundung nochmal sehen. Sie können uns über unsere Webseite erreichen, Sie können uns, wie es Herr Lintemeyer schon sagte, schreiben, Sie können uns anrufen, Sie können uns E-Mails schicken und natürlich werden wir wieder mit Ihnen in den Dialog treten, ob über eine solche Veranstaltung wie heute hier virtuell oder dann hoffentlich bald wieder auch vor Ort. Sie haben es gemerkt, ganz, ganz viele Fragen und Anmerkungen, die Sie uns heute gestellt haben, können wir noch nicht beantworten. Es liegt nicht daran, dass wir es nicht beantworten wollen oder hier irgendwie Versteck mit Ihnen spielen, sondern es liegt ganz zentral daran, dass wir noch in einer sehr, sehr frühen Planungsphase sind. Wir werden diese Fragen beantworten, das sichern wir Ihnen zu, aber wir müssen die Planung weiter detaillieren und die Antworten auf Ihre berechtigten Fragen erst einmal erarbeiten. Darum bitte ich einfach um Verständnis und deswegen werden wir, wie ich schon mehrfach gesagt habe, kontinuierlich und weiter mit Ihnen in Kontakt treten. Und bitte seien Sie nicht enttäuscht, wenn eine solche Antwort Sie dann auch per E-Mail erreicht. Wir werden immer nur das antworten, was wir mit hoher Sicherheit
auch tatsächlich sagen können. Sie bekommen von uns belastbare Antworten. Damit möchte ich schließen, möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für das Engagement, auch für die Kritik und die Hinweise, die helfen uns nur weiter, diese Planung weiter zu verbessern. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei den Kollegen hier im Studio und draußen, Herr Fischer, Herr Schulze, die Kollegen der Ingenieurbüros, aber auch unsere Agentur, die uns hier kommunikationstechnisch begleitet. Das ist immer großer Aufwand und ein bisschen Aufregung für uns. Ganz herzlicher Dank auch an Ihnen. Ich sage einen wunderschönen Abend. Bitte bleiben Sie gesund. Lassen Sie uns diese schwierige Zeit für uns alle gut überstehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns ein nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Ja.